Große Frauen und Männer haben die Weltgeschichte beeinflusst. Aber nicht immer waren politische Intrigen und Kriege dafür nötig. Im Gegenteil. Ob Einstein oder Beethoven, manche vollbringen Großes, einfach weil sie ein klitzekleines bisschen anders ticken. Es sind Menschen mit einem ausgeprägten Spezialwissen und, sagen wir mal, einem besonderen Sozialverhalten. Ja, Nerds gab es nämlich auch schon im analogen Zeitalter. Heute ziehen wir vor ihrer Leistung den Hut. Die alten Griechen. Was für Typen. Fantasievoll, fortschrittlich und irgendwie clever. Alles Unerklärliche zwischen Himmel und Erde schoben sie einfach einem Haufen Götter in die Schuhe. Die wichtigsten 12 wohnten auf dem Olymp. Jeder mit eigenem Fachgebiet. Demeter zum Beispiel ist für die gute Ernte verantwortlich. Bei Schiffbruch treibt Meeresgott Poseidon mal wieder sein Unwesen. Und schlägt irgendwo der Blitz ein, hat Göttervater Zeus wohl schlechte Laune. Doch die Erklärung der Gegenwart ist den Griechen nicht genug. Der Blick in die Zukunft muss es sein. Konkrete Fragen können sie an Orakel richten. Diese besitzen die Gabe, mit bewusstseinserweiternden Mittelchen und viel Tamtam auf dienliche Antworten zu kommen. Irre, oder? Zu dumm nur, dass die Antworten meist so nebulös formuliert sind, dass die dies oder das bedeuten könnten. Immerhin, je größer die Spende, desto ausführlicher angeblich die Antwort. Ein ertragreiches Geschäftsmodell für die Orakelpriester. Aber nicht allen Griechen reichen derartige Erklärungsversuche. Archimedes zum Beispiel. Physiker aus Leidenschaft, vertraut lieber seinem eigenen Köpfchen. Weniger Göttergedöns, mehr Ursachenforschung ist die Devise. Durch intensives Nachdenken fallen ihm so geniale Dinge wie das Hebelgesetz ein. Zugegeben, etwas vermessen ist seine Aussage dann schon, dass er die Welt aus den Angeln heben könnte. Menschen wie Archimedes nennt man in der Antike noch nicht Nerds. Sie heißen Philosophen, Freunde der Weisheit. Und von denen gibt es einige. Dank ihnen haben wir heute in der Schule Geometrie und Algebra-Unterricht. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Welcher Schüler wurde nicht schon damit gequält? Die griechischen Sonderlinge fangen an, die Welt zu vermessen, in der sie leben. Sie liefern ein erstes detailliertes Bild unserer Erde, stellen sogar fest, dass sie kugelförmig ist. Mit der Idee, dass sich andere Planeten um die Erde drehen, liegen sie allerdings falsch. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit der Arbeitsweise von Bienen und entwickeln die ersten Wasseruhren. Es sind eben besondere Gesellen, deren Verhalten gelegentlich auch die übrigen Griechen ins Grübeln bringt. Diogenes bevorzugt es, in einer Tonne zu schlafen. Wem's gefällt? Sokrates hält sich selbst für seinen besten Verteidiger. Das Ergebnis? Tod durch den Schierlingsbecher. Heraklits Selbstbehandlung gegen Wassersucht durch eine Nacht und einen Misthaufen bleibt leider erfolglos. Für schwierige Aufgaben aber sucht man gerne Rat bei den antiken Kauzen. So muss Archimedes herausfinden, ob eine Krone aus reinem Gold ist, ohne diese zu zerstören. In der Badewanne kommt er auf die Lösung. Er beobachtet, dass gleichschwere Objekte, die aus denselben Elementen zusammengesetzt sind, eine identische Menge Wasser verdrängen. Er nimmt also die Krone und einen gleichschweren Klumpen reinen Goldes und misst die verdrängte Menge des Wassers. Die Krone bestand übrigens nicht aus reinem Gold. Glücklich über seine Entdeckung spurtet Archimedes auf die Straße und ruft Heureka! Was die anderen Griechen dabei wohl gedacht haben. Unser nächster Sonderling wurde bereits zu Lebzeiten als neuer Aristoteles, zweiter Kolumbus oder schlicht als der Wissenschaftsfürst gefeiert.
Alexander von Humboldt wollte nicht weniger als die gesamte Welt entdecken. Das hat er natürlich nicht ganz geschafft. Aber allein seine Forschungen in Süd- und Mittelamerika machten ihn berühmt. Als Humboldt 1796 ein ansehnliches Vermögen erbt, sagt er Tschüss, Staatsdienst, und geht auf große Expedition. Im weitgehend unerforschten Südamerika dokumentiert er eine gigantische Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Am liebsten würde er von jeder Gattung ein Exemplar mitnehmen. Aber die Einheimischen haben auch schon mit der relativ kleinen Auswahl an Proben genug zu schleppen. Sie führen den wissbegierigen Humboldt kreuz und quer durch den Dschungel. Neben den Erkenntnissen über Flora und Fauna sammelt er auch geografische Kenntnisse über den Kontinent. Humboldt ist besessen vom Messen. Seine Reiseberichte werden zu Schlüsseldokumenten der Naturwissenschaft. 30 Jahre braucht er für die Auswertung seiner 5-jährigen Forschungsreise. Unerschrocken dringt Humboldt ins Ungewisse vor. Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Kuba und Mexiko. Und nicht immer trifft er im Dschungel nur auf friedliebende Einheimische. Doch jeder auch noch so brenzligen Situation entkommt Humboldt. Einmal muss er sogar einen Trank mit dem indianischen Pflanzengift Curare trinken. Unser Sonderling beweist dadurch aber, dass das Gift nur bei direktem Blutkontakt tödlich ist. Puh. Die Indios respektieren den eigenartigen Typen. Und zu guter Letzt kriegt er sogar zahlreiche Gastgeschenke. Wie beispielsweise eine Flöte. Hübsch, oder? Übrigens gemacht aus einer menschlichen Rippe. Aber Humboldt strebt auch nach Ruhm. Sein Ziel ist es, den über 6000 Meter hohen Chimborazo zu erklimmen. Gar nicht mal so leicht in Flanieranzügen des 19. Jahrhunderts. Unterwegs sammelt Humboldt fleißig Daten. Sogar die Farbe des Himmels lässt er in verschiedenen Höhen bestimmen. Für seinen Forschungsdrang ist Humboldt bereit, ans Äußerste zu gehen. Die Einheimischen sehen das nicht so. Das soll er mal schön selber machen. Aus Angst vor ihren Göttern fliehen sie, bevor der Gipfel erreicht ist. Die Bergexpedition ist gescheitert. Dennoch erreicht Humboldt eine Höhe, die erst 30 Jahre später von anderen übertroffen wird. Zurück in Europa sieht er sich wieder der Ödnis der schon längst erforschten Heimat gegenüber. Sein Zuhause nennt er genervt Schloss Langeweile. Am Hofe des preußischen Königs ist Humboldt ein gern gesehener Gast. Aber nicht all seine Geschichten und Mitbringsel erfreuen die Gesellschaft. Flöten aus Menschenrippen kommen hier irgendwie nicht so richtig an. Da tauscht er sich doch lieber mit Gleichgesinnten über seine Ergebnisse aus. Humboldt steht mit Wissenschaftlern rund um den Globus in Kontakt. Per Post tauscht er sich mit ihnen über seine Forschungsergebnisse aus. Quasi ein Web 0.1, das schon im 19. Jahrhundert globale Vergleiche ermöglicht. Die Anregungen, die er aus diesem Netzwerk zu seinen Entdeckungen aus den unterschiedlichen Fachgebieten bekommt, schreibt er in etlichen Büchern auf. Sein größtes Werk ist der Kosmos. Über 25 Jahre arbeitet er an diesen 5 Büchern, in denen er eine Gesamtschau der wissenschaftlichen Forschung niederschreibt. Allein das mag unmöglich klingen. Nicht allerdings für Alexander von Humboldt, den Wissenschaftsfürst. Auf Platz 8 nun die modernen Klassiker unter den Sonderlingen. Vor ihrem Erscheinen war die Welt noch heil. Man schrieb sich Briefe auf Papier und es war völlig wurscht, ob man 140 Zeichen oder mehr verwendete. Eine Nachricht brauchte Tage, bis sie ihren Empfänger erreichte. Gebracht wurde sie von Postboten. Die waren gern gesehener Besuch, der auch mit schönen Neuigkeiten kam und nicht nur mit Rechnungen. Bis jemand den digitalen Startknopf drückt und ein recht unscheinbarer Nerd die Vision hat, jeden Menschen mit einem Computer auszustatten. Ob Bill Gates klar war, dass er hierdurch die Grundlage für Millionen weiterer Nerds schuf? Wie auch immer, er hatte offensichtlich die größte Marktlücke der Geschichte entdeckt. Seine Idee machte ihn zu einem der reichsten Männer der Welt. Kein Wunder, dass andere Sonderlinge auch etwas vom Computercake abhaben wollten.
Steve Jobs verpasst seinen Rechner neben neuen Gimmicks auch noch eine schöne Form. Dem Design sei Dank schaffte es, selbst Normalos auf die Seite der Nerds zu ziehen. Denn Rechner und Mobiltelefone werden zu Modeaccessoires. Und dann kommt er. Mark Zuckerberg. Seither sind wir überall und ständig über alles und jeden informiert. Soziale Netzwerke umspannen die Welt. Sie haben Kommunikation neu definiert. Ein Leben offline undenkbar gemacht. Ich teile, also bin ich. Ob wir es liken oder nicht, die Computer-Nerds haben die Welt verändert. Und sind durch ihr Hobby nebenbei unfassbar reich geworden. Und mächtig wichtig. Auch ihre legendären Garagen gleichen inzwischen eher Regierungssitzen. Doch es sei auch gesagt, dass manch einer, der sein Vermögen im IT-Bereich gemacht hat, es mit den Armen teilt, für Forschung einsetzt und so die Welt nicht nur technisch etwas smarter werden lässt. Und wir müssen halt zusehen, wie wir mit dem Rest klarkommen. Unter Nerds ist Soziopathie ein durchaus bekanntes Phänomen. Da fragt man sich, was im Kopf dieser Genies vor sich geht. Unser nächster Sonderling hätte uns diese Frage beantworten können. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse. Für seine nicht ganz unumstrittene Technik ist Freud bereits zu Lebzeiten berühmt. Die Theorie des Zusammenwirkens von Es, Ich und Über-Ich, also den unterbewussten Trieben, dem Verstand und den moralischen Zwängen, ermöglicht ihm, in anderen Menschen wie in einem offenen Buch zu lesen. Warum hassen Sie Ihre Maschine eigentlich? Weil Sie vielleicht Ihren Beruf hassen? Schon irgendwie beängstigend. Bis er diese Methode aber selbst drauf hat, ist es ein langer Weg. Seine Dissertation verfasst er noch über die Geschlechtsorgane von Aalen. Ausgerechnet deren Sexualtrieb bringt Freud dazu, sich dem Denkorgan näher zu widmen. Bis heute ist ja bei einigen nicht ganz klar, ob das nun das Genital oder doch das Gehirn ist. In Wien befasst sich Freud zunächst mit Stimulantien und ihren Auswirkungen auf das Gehirn. In Selbstversuchen experimentiert er mit der neuen Droge Kokain. Er sieht in ihr ein riesiges Potenzial zu medizinischen Behandlungen. Seinen morphiumabhängigen Freund Ernst von Fleischl versucht er sogar mit Koks zu heilen. Das Ergebnis? Ernst hat zur Morphiumsucht nun auch noch eine Kokainabhängigkeit am Hals. Der Pariser Professor Jean-Martin Charcot bringt ihn dazu, sich auf die Analyse des Geistes zu fokussieren. Charcot versucht zu belegen, dass Hysterie eine Krankheit ist, die auf im Unterbewusstsein schlummernde negative sexuelle Erfahrungen zurückzuführen ist. Für Freud eine Überlegung, die man nicht nur auf Hysterie anwenden kann. Aber wie an das Unterbewusstsein herankommen? Seine ersten Behandlungen mit Hypnose schaden seinem Ruf als Wissenschaftler. Somit beschränkt er sich darauf, mit freien Assoziationen, also Farben und Bildern und Traumanalyse in das Gehirn seiner Patienten vorzudringen. So kann er Dinge ans Tageslicht führen, über die der Patient eigentlich nicht sprechen möchte oder die er sogar bereits verdrängt hat. Die Macht des Unbewussten sieht Freud als eine revolutionäre Entdeckung. Er selbst ist sein bester Beweis. Seinen beruflichen Erfolg führt er auf die glückliche Beziehung zu seiner Mutter zurück. Der Schlüssel zur Selbsterkenntnis liegt in einer Zugfahrterinnerung. Durch eine Türspalt sieht er seine nackte Mutter und findet sie richtig sexy. Für ihn der Grund, warum er sich stets zu Mama hingezogen fühlte und eine Rivalität zum Vater verspürte.
Der Ödipus-Komplex war geboren. Mit seinen Thesen hinterließ uns Freud eine Möglichkeit, die Persönlichkeit eines Menschen zu entschlüsseln. Aus medizinischer Sicht vielleicht sinnvoll. Aber hat wirklich alles eine Bedeutung? Vielleicht ist eine Zigarre dann doch manchmal einfach nur eine Zigarre. Als Nerd würden wir unseren nächsten Kandidaten bestimmt nicht bezeichnen. Das würde religiöse Gefühle verletzen. Aber ein Sonderling war er bestimmt. Jesus von Nazareth. Er scherte sich nicht darum, was die Leute dachten. Und was er hinterließ, kann man nun wirklich als revolutionär ansehen. Bereits seine Geburt stand unter einem besonderen Stern. Die Geschichte der jungfräulichen Mutter Maria mag auf einen Übersetzungsfehler zurückgehen. Aber sie unterstreicht, wie außergewöhnlich seine Anhänger Jesus bis heute empfinden. Auf die Welt gekommen ist er jedenfalls wie ein ganz normales Baby. Bereits seine Ankunft auf Erden bleibt einigen Spezialisten seiner Zeit nicht verborgen. Sternendeuter beobachten eine Konstellation, die sie zur Geburtsstätte führt. Heute kennen wir diese Sonderlinge aus dem Morgenland besser als die Heiligen Drei Könige. Aus Jesu Kindheit ist nicht viel bekannt. Lediglich, dass er gerne in den Tempel, also quasi freiwillig in die Schule ging. Nicht nur, dass er lieber über die Auslegung der Schriften plauderte, als mit anderen Kindern zu spielen. Auch sonst entwickelte sich der Junge zu einem Mann mit wunderlichen Verhaltensweisen. Durch bloße Berührung kann er Krankheiten heilen. Beeindruckend ist sicherlich seine Fähigkeit, über das Wasser zu gehen. Und als er die Nase von seiner Umwelt voll hat, geht er einfach für 40 Tage in die Wüste, um mal den Kopf frei zu kriegen. Mit der Zeit versammelt Jesus eine Gruppe um sich, die mit ihm durch das Land zieht. Gemeinsam widersetzen sie sich den etablierten religiösen und gesellschaftlichen Normen. Das kommt bei den Armen ziemlich gut an. Den führenden Priestern passt es aber wenig, dass so ein besserwissender Wunderheiler in ihre Stadt kommt. Als Jesus dann auch noch die Markthändler aus dem Tempel vertreiben will und den Geschäftsbetrieb stört, ist Schluss. Jesus hat das alles kommen sehen. Im Garten Gethsemane wartet er auf seine Gefangennahme. Einer seiner eigenen Jünger verrät ihn an die obersten Priester Jerusalems. Im Haus des Hohepriesters wird er von den Gelehrten verhört. Jesus' Aussagen sind in den Augen des Hohen Rates Gotteslästerung. Und diese wird nach altem Recht mit dem Tode bestraft. Doch nicht die Priester, sondern der Statthalter muss das Urteil fällen. Und das tut Pontius Pilatus. Wie diese Geschichte für Jesus endet, weiß heute jeder. Und dennoch geht sie weiter. Schließlich legt dieser Sonderling mit seinen Taten und seinen Ideen den Grundstein für die heute am weitesten verbreitete Weltreligion. Mit dem Papst als Chef.
Er vertritt Jesus auf Erden. Und aus einer Schar Jünger sind rund 2,6 Milliarden Anhänger geworden. Vermutlich hätte das damals keiner für möglich gehalten. Außer vielleicht Jesus selbst. Unser nächster Sonderling wurde bereits von seinen Zeitgenossen ehrfurchtsvoll der Göttliche genannt. Ein nicht ganz einfacher Typ, dessen Perfektionismus ihn aber zu Höchstleistungen treibt. Und das sogar unter erschwerten Bedingungen. In Florenz bearbeitet Michelangelo einen bereits angefangenen Marmorblock, an den sich seit 40 Jahren niemand mehr herangetraut hat. Seine hohen Ansprüche bringen ihn sogar dazu, sein Werkzeug selbst herzustellen. Ein Meisterschmied könnte ihm natürlich nicht das liefern, was der Maestro für seine Arbeit benötigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die monumentale David-Statue ist heute die wohl bekannteste Skulptur der Kunstgeschichte. Right in. 1508 macht ihm dann der Papst ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Michelangelo soll die Decke der Sixtina bemalen. Gar nicht so leicht für den Künstler, der sich mehr als Bildhauer denn als Maler sieht. Und wie das mit Exzentrikern so ist, wirklich zufrieden ist Il Divino nicht mit dem Ergebnis. Ständig bekommt er cholerische Anfälle und schlägt das Fertiggestellte wieder von der Decke. Um die perfekten Proportionen für seine Figuren zu kreieren, holt sich Michelangelo Models in sein Atelier. Nachts soll er sogar Leichen seziert haben, um Muskelpartien besser erfassen zu können. Mit einem Rastersystem überträgt er die Körper auf die Vorlagenleinwände. Das klappt aber auch nicht immer beim ersten Mal. Heute stellt man sich die Frage, ob seine Studien, besonders des männlichen Körpers, Michelangelos sexuelle Vorlieben verraten. Wer weiß. Seine Assistenten sind jedenfalls nicht nach seinem Geschmack. Denn eines Tages setzt der Meister sie einfach vor die Tür. Vielleicht ein Marketing-Gag, damit der Ruhm ihm alleine gehört. Denn die Renaissance ist reich an Ausnahmekünstlern. Der hochbegabte Donatello leitete mit seinen Skulpturen die Renaissance in der Plastik ein. Leonardo da Vinci malte nicht nur die Mona Lisa, sondern entwickelte auch Taucheranzüge und sogar Panzerfahrzeuge. Und Raphael Santi, der durch seine harmonischen Kompositionen als größter Maler der Renaissance gilt. Und eben dieser Raphael ist einer der größten Konkurrenten Michelangelos. In seinem Gemälde »Die Schule von Athen« verewigt er die größten Künstler seiner Zeit. Michelangelo muss für den griesgrämigen Einsiedler Heraklit herhalten. Wie ein Besessener arbeitet Michelangelo Tag und Nacht an der Sixtinischen Kapelle. In atemberaubender Geschwindigkeit stellt er das 520 Quadratmeter große Deckengemälde fertig. Dabei verewigt er noch die ein oder andere Botschaft. Die sich fast berührenden Finger Gottes und Adams sind heute berühmt. Aber in dem Gemälde steckt noch mehr. Das rote Tuch hinter dem Allmächtigen erinnert an ein Gehirn. Die Form hat er vielleicht bei seinen nächtlichen Anatomiestudien kennengelernt. Und was wollte Michelangelo hiermit sagen? Wer weiß. Nach 4 Jahren Arbeit hatte Michelangelo ein weiteres Meisterwerk fertiggestellt. Wenige Jahre später ergänzte er auch die Kopfwand. Goethe soll über das Gesamtkunstwerk gesagt haben, ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, kann man sich keinen anschauenden Begriff machen, was ein Mensch vermag. Wow. Man könnte denken, dass es nur männliche Sonderlinge gibt. Das ist aber natürlich ein Trugschluss. Den Beweis tritt unsere nächste Kandidatin an. Auf Platz 4, Hildegard von Bingen. Hildchen, träumst du schon wieder? Komm, ich zeig dir, wie man spinnt. Da sie das 10. Kind ihrer adligen Eltern ist, steht von Anfang an fest, sie wird ins Kloster gehen und als Nonne leben.
Was uns als Strafe erscheinen mag, ist für die kleine Hildegard ein Segen. Denn bereits von klein an, so erinnert sie sich, hat Hildegard Visionen. Und wo kann sie diese besser verarbeiten als in einem Kloster? 1112 ist es dann soweit. Der kleine Sonderling wird im Kloster aufgenommen. Hildegard lässt ihr bisheriges Leben hinter sich und widmet sich ihrer Verbindung zu Gott. Im Kloster glaubt sie sich endlich unter Gleichgesinnten. Ihre Brüder und Schwestern versuchen durch das Motto »Bete und arbeite« die Verbindung nach oben herzustellen. Überstunden sehen dann schon mal so aus, dass man sich selbst geißelt. Als 1136 die Magistra des Klosters stirbt, wird Hildegard zur Anführerin der Nonnen ernannt und räumt erstmal auf mit mancher bizarrer Praxis, mäßigt die Askese und kürzt die ausufernden Gebets- und Gottesdienstzeiten. Sie selbst konzentriert sich auf ihre Naturstudien. Schaut, was der Herr uns Großes geschenkt hat. Es gibt noch so viel zu entdecken. Sie verfasst Texte über Pflanzen, Tiere und sogar Steine. Atmet und schmeckt die Wunder des Herrn. In Europa ist sie mit ihrem Wissen der Zeit voraus. Durch ihr Buch Causae et Curae wird sie heute sogar von einigen als erste deutsche Ärztin bezeichnet. Aber nicht alles, was sie niederschreibt, soll auch von jedem gelesen werden können. Sie entwickelt eine geheime Sprache und Schrift, die heute noch rätselhaft ist. Ihr Wissen und ihre Visionen machen sie zu einem Star des 12. Jahrhunderts. Das ruft Neider auf den Plan. Sie behauptet, Visionen zu haben und wundersame Dinge zu sehen. Visionen? Und was um Himmels Willen sieht sie? Häufig sind es Lichterscheinungen. Während Wissenschaftler heute davon ausgehen, dass Hildegard entweder Pflanzen mit bewusstseinserweiternden Wirkstoffen konsumierte oder schlicht an Migräne litt, gab es für ihre Zeitgenossen noch eine weitere Option. Denn vielleicht hatte nicht Gott, sondern der Teufel seine Hände im Spiel. Die Lästereien zeigen ihre Wirkung. Bis zum Papst werden die Anschuldigungen über die beliebte Nonne gebracht. Sie sei die Posaune Gottes, behauptet sie. Posaune des Allmächtigen? Welch eine Anmaßung. Jetzt wird es eng für Hildegard. Aber am Ende zeigt der Papst ein Herz für Sonderlinge. Im Namen des allmächtigen Gottes, dessen Stellvertreter ich auf Erden bin, fälle ich nun das Urteil über die Magistra Hildegard. Gott, der Herr, hat Großes an dieser Frau getan. Der Teufel hat keine Macht über sie. Sie wurde von Gott erwählt und wir sollten auf sein Wort hören. Ihr politisches Geschick und ihre Beliebtheit bewahren sie vor Schlimmerem. Von höchster Stelle hat sie nun die Bestätigung, dass sie zwar sonderbar, aber nicht gefährlich ist. Im Gegenteil. Bis heute wird sie als Heilige und Heilkundige verehrt. Der ein oder andere wird mit diesen Klängen nicht nur Schönes verbinden. Der Grund mag die unliebsame Erinnerung an den eigenen Klavierunterricht sein. Und wem haben wir das zu verdanken? Ludwig van Beethoven. Er ist ein Naturtalent. Bereits mit 7 gibt er sein erstes Konzert, mit 12 veröffentlicht er seine ersten Stücke. Mit 22 verlässt der etwas schwierige Beethoven seine Heimatstadt Bonn, nachdem die Mutter gestorben und der Vater dem Alkohol verfallen ist. Er zieht nach Wien. Eine Hassliebe. In Wien erlebt Beethoven seine größten Erfolge, aber auch seine größten Niederlagen. Mindestens 25 Umzüge mögen ein Indiz dafür sein, dass er sich hier gelegentlich auch unwohl fühlt. Ja.
Die adlige High Society aber liebt den exzentrischen und störrischen Künstler. Auch wenn er als Bürgerlicher nie ganz zu ihnen gehört. Beethoven hofft, dass der von ihm verehrte Napoleon die aristokratische Tyrannei beendet. Eine neue Symphonie. Ich habe sie Bonaparte gewidmet. Kein Ungeheuer, sondern ein Kämpfer für die Freiheit der Menschen. Bis sich Napoleon zum Kaiser krönt. Nichts weiter als ein Tyrann. Er braucht meine Musik nicht mehr. Also weg damit! Voller Wut entfernt er die napoleonische Widmung zu seiner dritten Symphonie. Aber damit nicht genug. Neben der Hoffnung auf eine bessere Welt verliert der Virtuose auch noch nach und nach sein Gehör. Wann ist Ihr nächstes Konzert in Wien? Wien? Ja, Wien. Wien. Ja, ist schön. Halbtaub und ohne blaues Blut. Da ist es für den aufbrausenden Beethoven nicht leicht, in den gehobenen Kreisen eine passende Dame zu finden. So beruhigen Sie sich doch, mein Lieber. So geht das nicht weiter. Ich werde doch ganz verrückt. Ich liebe dich, Josephine. Ich muss dich sehen, allein. Nicht so laut, ich bitte dich, da drüben sitzt mein Mann. Es bleibt bei einer Affäre. Beethoven wird sie nie heiraten und nie eine eigene Familie gründen. Stattdessen besorgt er sich das Sorgerecht für seinen Neffen Karl. Dass aber nur dessen Vater gestorben ist, die Mutter aber noch lebt, ist Beethoven wurscht. Karl soll eines Tages sein musikalisches Werk fortsetzen. Okay, was willst du? Ich arbeite. Du sollst doch üben. Deine Sonate, die dir gestern aufgegeben. Na los! Los! Üben! Bis die Finger gut sind! Üben! Die Erwartungen Beethovens lassen den jungen Mann verzweifeln. Karl wird nie Profimusiker. Ein Selbstmordversuch scheitert allerdings. Beethoven stürzt sich allein in seine Kompositionen, bis er fast vollständig sein Gehör verliert. Zuletzt versucht er sogar mit einem Stäbchen die komponierten Klänge zu schmecken. Seine 9. und letzte Sinfonie stellt er trotz allem fertig. Er dirigiert sogar die Uraufführung. In Wirklichkeit aber leitet ein zweiter Dirigent das Orchester, da Beethoven es ohne Gehör nicht führen kann. Eine Schmach, trotz des Erfolgs. Schließlich wird Beethoven vollends taub. Sein gesamter Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch. Vermutlich durch den Wein, den er mit billigem Bleisalz süßt, zieht er sich eine Vergiftung zu. Im Alter von 56 Jahren stirbt Ludwig van Beethoven in Wien während eines Gewitters. So endet sein Leben, wie seine Werke, mit einer großen Geste. Ein Sonderling bis zuletzt. Ein schlechter Schüler soll er gewesen sein. Ein Unruhestifter, der für Obrigkeiten nicht viel übrig hatte. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hat Albert Einstein unsere Sichtweise auf das gesamte Universum verändert. Hey, ich kenne Sie doch. Sind Sie berühmt? Ja, ich bin ein Fotomodell. Stimmt, in gewisser Weise. Denn das Superhirn Albert Einstein war nicht nur der wohl größte Physiker aller Zeiten, er war auch der erste Medienstar der Wissenschaft. Und die spontan herausgestreckte Zunge machte ihn zur Pop-Ikone. Doch Einstein war noch vieles mehr. Eigenbrötler, Weltbürger, Pazifist, Frauenheld. Ein Genie mit widersprüchlichem Charakter. Seine Kindheit verbringt der wissbegierige Junge in Ulm und München. Dann zieht er mit seiner Familie nach Italien und in die Schweiz. Dort legt er auch seine Matura ab, die übrigens gar nicht so schlecht war, wie man gelegentlich hört.
Sein erster Biograf wusste nur nicht, dass in der Schweiz eine 6 die beste Note auf einem Zeugnis ist. Auf der Uni Zürich bewältigt Einstein nur halbherzig ein Mathematikstudium. Somit muss er zunächst als Patentamtsangestellter in Bern arbeiten. Die Arbeit dort ist dermaßen öde, dass er nebenbei die bahnbrechende Formel E ist gleich mc Quadrat entwickelt. Mit tatkräftiger Unterstützung durch seine Frau Mileva Maric. 1914 folgt er dem Ruf nach Berlin. Knapp 2 Jahrzehnte forscht er dort, erhält sogar den Nobelpreis. 1933 kehrt er Nazi-Deutschland den Rücken. Dann wird Einstein selbst zum Forschungsgegenstand. Die in Princeton ansässigen Hirnforscher sind vom Denkapparat des Genies fasziniert. Sehen Sie, Großherrn, beide sind. Sie vermuten, dass Einsteins Intelligenz von der starken Verbundenheit seiner beiden Gehirnhälften herrührt. Also der Kombination seiner kreativen rechten und seiner rationalen linken Gehirnhälfte. Das sorgt nicht nur dafür, dass Einstein besser als andere Theorien entwickeln kann, sondern dass er beispielsweise sogar Spaß am Rechnen empfindet. Vor Fehlern ist aber auch ein Genie nicht gefeit. 1939 wächst die Angst, die Nazis könnten an einer Atombombe bauen. Einstein empfiehlt dem US-Präsidenten ebenfalls, eine derartige Bombe entwickeln zu lassen. Mitarbeiten daran darf er nicht. Man hält ihn nicht für patriotisch genug. Einstein wird später sagen, dass diese Empfehlung der einzige schwere Fehler seines Lebens war. Als die Bombe fertig ist, bittet man ihn, einen weiteren Brief an den Präsidenten zu schreiben. Der Einsatz einer solchen Bombe würde zu vielen Zivilisten das Leben kosten. Aber dieser Brief wird den Präsidenten nie erreichen. Nach Roosevelts Tod findet man den ungeöffneten Umschlag auf dessen Schreibtisch. Einstein hat die Bombe zwar nicht gebaut, aber zu ihrem Bau geraten. Er fühlt sich mitschuldig am Tod von Hunderttausenden. Bis zu seinem Tod setzt er sich für die Abrüstung ein. Wissenschaft darf nicht zur Zerstörung der Welt führen. Herr Professor, schön, dass Sie noch einmal gekommen sind. Mein Gehirn gehört mir. Wieder. Zumindest solange er lebt. Als er stirbt, stiehlt ein Neurologe Einsteins Gehirn, um dem Genie auf die Spur zu kommen. Und es gibt tatsächlich eine starke Verbundenheit zwischen beiden Hälften. Wer behauptet eigentlich, dass Nerds keine Frauen abbekommen? Für den, der den Gegenbeweis erbringt, gibt's Platz 1. Johann Wolfgang von Goethe. Jurist soll er eigentlich werden. Doch Goethes Vorlieben liegen in der Dichtung und beim anderen Geschlecht. Beides lässt sich glücklicherweise hervorragend kombinieren. Seinen ersten großen Erfolg feiert Goethe mit 25 Jahren. Mit einer tragischen Liebesgeschichte, durch die er eine schmerzliche Erfahrung verarbeitet. Die Leiden des jungen Werther. Mit einem Schlag ist der junge Künstler berühmt. Er wird europaweit gefeiert. Es folgen einige seiner produktivsten Jahre. Goethe verlässt Frankfurt und folgt einer Einladung nach Weimar, das sich zu einem kulturellen Zentrum entwickelt. Allerdings findet sich Goethe auf einmal im Staatsdienst wieder. Seine dichterische Produktivität leidet, der Poet gerät in eine Krise.
1786 lässt er alles stehen und liegen. Von seiner fluchtartigen Reise wissen im Vorfeld nur zwei Personen. In Italien hofft er, neue Inspirationen zu finden. Da er inkognito reist, kann er sich endlich wieder frei bewegen. Nur eine kleine deutsche Künstlerkolonie in Rom weiß, wer er ist. Für Goethe eine Art Wiedergeburt und die glücklichste Zeit seines Lebens. Denn auch in der Liebe feiert der Hallodri seine Erfolge. Zwei Jahre später widmet er sich mit neuer Energie in Weimar wieder seinen zahlreichen Interessen. Altertumskunde, Kunstgeschichte, Archäologie, Naturwissenschaft, Ökonomie. Denn Goethe sieht sich nicht nur als Dichter, sondern vor allem als Denker. Aber als vormoderne Wikipedia taugt er nicht wirklich. Für ein Meisterwerk hält er selbst seine Abhandlung über Farben. Das war sie nun leider nicht. Er feiert sich als Entdecker des menschlichen Zwischenkieferknochens. Der war aber in Frankreich schon längst bekannt. Und im hohen Alter beschäftigt er sich mit Modelleisenbahnen. Eher bizarr als brillant. In der Liebe klappt's besser. Goethe lernt Christiane Vulpius kennen. Sie wird sein Bettschatz. Zum Unverständnis vieler, da sie intellektuell weit unter Goethe steht. Andererseits akzeptiert sie die zahlreichen Marotten des Künstlers und wartet trotz des gemeinsamen Sohnes 18 Jahre auf einen Heiratsantrag. Als Ehemann zeigt Goethe allerdings wenig Talent, was nicht nur an seinem Glückstein deutlich wird. Seine fehlende Sozialkompetenz wird besonders deutlich, als Christiane unter höllischen Qualen stirbt. Sie beißt sich sogar die Zunge ab. Goethe betritt nicht einmal das Zimmer und flüchtet sich in eine Krankheit. In seinem Tagebuch vermerkt er: qualvoller Tod meiner Frau. Am Abend herrliche Illumination der Stadt. Heiraten wird er nicht mehr. Dennoch ist er bis ins hohe Alter weiter auf der Suche nach Liebesabenteuern. Aber ein junger Geist kann das körperliche Altern auch nicht aufhalten. Egal, was man dagegen versucht. Selbst Jungbrunnen wirkten damals nicht mehr. Seinen letzten Kuss bekommt er mit 74 von einer 19-Jährigen. Erneut verarbeitet Goethe seine Gefühle in einem Gedicht. Die Hauptfigur ist seine letzte Angebetete. So macht er sie gefügig und zu einem seiner Geschöpfe. Ein Sonderling findet halt immer einen Weg, wie er seine Ziele erreichen kann. Und was lernen wir daraus? Seltsame Typen haben die Welt verändert. Also seid sonderlich. Langweiler und Durchschnittstypen gibt's genug. Bei dir bin ich schön, sogar Fototele gehen, aber frage ich irgendwen, bin ich nicht um.